Hallo meine Lieben, hier bin ich mit einem Urlaubseinkauf-Haul-Share. Und zwar war ich die letzten 2 Wochen in Dänemark im Urlaub und auch dort konnte man Scrapbooking-Artikel für, ja, wenn man aufgepasst hat, für gute Preise erhalten. Und ja, das wollte ich euch jetzt mal alles zeigen. Ich bin gestern Abend aus dem Urlaub wiedergekommen, habe jetzt all meine Sachen verteilt und ausgepackt. Und ja, fangen wir an mit einem Haul aus dem Laden Panduro Hobby. Ich denke, die norddeutschen Einwohner Deutschlands und jene, die dort Urlaub machen, kennen Panduro. Hat eine recht nette Auswahl und ja, da habe ich, wie viel habe ich da gelassen? 492 Kronen. Ja, müsst ihr durch 7 teilen in etwa und dann wisst ihr, was ich ausgegeben habe. Ja, ich habe mir 4 kleine 6x6-Inch Paperpads gekauft. Darunter waren diese Blöcke, die 69 Kronen gekostet haben, also in so etwa um die, ein bisschen weniger als 10 Euro. Und wenn man 2 gekauft hat, hat man die für 100 Kronen bekommen, statt für 130, 140. So. Ja, und das sind Folien. Folien-Cardstock. Ich schau mal, ob jetzt man das auf der Kamera überhaupt sehen kann oder ob das hier total durchdreht. Naja, geht so halbwegs. Das ist, ja, die Farben seht ihr halt hier vorne. Rot, so ein Orange, Kupfer, Grün, ein lila Blauton, Gold und Silber. Und man bekommt die ganzen Farben 4-mal. Dann gibt es hier das Gold, das könnt ihr irgendwie leider gar nicht sehen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, ob das was bringt. Wahrscheinlich auch nicht. Naja. Ja, hier ein wunderschönes Grün. Und da ich meine Weihnachtskarten noch nicht angefangen habe, dachte ich mir, kann ich hiervon sicherlich einige Bögen von zum Basteln verwenden. Ja, und das war dann der zweite Block. Der ist ein bisschen, ja, wenn man ihn von vorne sieht, ein bisschen frühlingshafter. Aber kann genauso gut für Weihnachten genutzt werden. Dann haben wir hier einmal so einen Silber-Blauton. Hier gibt es auch wieder 4 von jeder Farbe. Dann gibt es 2 verschiedene Pinktöne, wobei ich den Unterschied ehrlich gesagt nicht erkenne. Das sollen die beiden Töne sein. Sehen für mich exakt gleich aus. Naja. Und dann so ein Limettengrün. Zumindest sieht es so in Persona aus. Und dann nochmal ein Goldton und ein Silberton. Dann, wie ihr seht, gab es auch Disney-Papier, was für mich natürlich super ist. Ich liebe Disney, ich bin absoluter Disney-Fan. Und ja, da gab es 2 kleine Paperpads, also auch wieder 6x6-Inch. Einmal mit Winnie Pooh und einmal von Frozen. Die haben je 79 Kronen gekostet, also 10 Euro und ein paar zerquetschte. Recht teuer für ein 6x6-Inch Paperpad. War mir aber egal, es war Urlaub, da kann das auch mal ein bisschen mehr kosten. Und es ist Disney, von daher zahle ich da dann auch doch mal ein bisschen drauf, weil in Deutschland kommt man da, wie ich finde, eher schwer an Disney-Bastelprodukte, die auch was taugen. Ja, zeige ich euch mal. Da sind 24 Bögen drin und man kriegt von jedem, und das sind 12 Designs, also 2 Bögen pro Design. Einmal hier Olaf, Winter Wishes.
ja, weiß noch nicht genau, wie ich sie verbastel, ob ich sie, weil eigentlich möchte ich keinen December Daily machen, aber mal schauen, vielleicht mache ich es doch. Oder nur so tageweise und nicht von Anfang Dezember bis Ende Dezember. Ich habe auch nämlich noch absolut gar nichts diesbezüglich vorbereitet. Aber naja, mal schauen. Ja, ansonsten kann man hier auch die Bilder ausschneiden, wenn man nicht das ganze Papier nutzen möchte. Das mache ich vielleicht mit einigen der Bögen, da ich ja Anfang des Jahres in Florida im Disneyland oder in Disney World war. Und bei der Parade waren natürlich auch die Anna und Elsa dabei. Und wenn ich das Album dann demnächst irgendwann mal anfangen kann, dann kann ich da die sicherlich gut für verwenden. Ja, und die letzten zwei Bögen Papier sind so ein Cardboard Sheet. Warm Hugs and Warm Wishes, Merry Christmas, Winter Hugs, Warm Wishes, Merry Christmas und Merry Christmas und nochmal zwei kleine Bilder. Ja, und dann haben wir hier das Winnie Pooh Paper Pad, 6x6 Inches. Das sind auch wieder 24 Blätter mit 12 Designs. Und dann haben wir hier einmal Winnie Pooh und seine Freunde. Dann Tigger mit einem sehr großen Geschenk. Pooh und IA. Piglet. Pooh mit Zuckerstangen im Honigtopf. Dann alle vier zusammen. Pooh mit Honigtopf. Wieder Tiger mit Geschenk. Dann Pooh. Pooh und Tiger mit Geschenk. Und hier wieder so ein Cut-Apart-Sheet und noch ein weiteres Cut-Apart-Sheet. Dann habe ich für 49 Kronen statt 149 Kronen, also das sind 100 Kronen Rabatt, ja, ein 12x12-Inch Paperpad mit 24 Papierbögen und einem Cut-Apart-Sheet gekauft, war im Weihnachtsausverkauf, Jule Tilbutt. Und ja, kann ich euch ja auch nochmal zeigen. Hier ist das Cut-Apart-Sheet. Dann ist auch übrigens zweiseitig. Die Rückseite ist immer in einfarbigen Karton. Ja, und hier ist so ein, naja, nicht Fleur-de-Lis, aber so ein ähnliches Muster. Sieht man jetzt wahrscheinlich recht schlecht. Ja, gibt es immer zweimal. Dann ein eher gemustertes. Könnt ihr absolut gar nicht erkennen. Ist sehr schön. ja, dann hier so eine Girlande mit Merry Christmas. Karo. Blumen. Wieder Merry Christmas auf hellblauem Hintergrund. Weihnachtsbäume. Noch mehr kleine Tannen. Schneeflocken. Dann Stechpalme heißt es, glaube ich. Weihnachtsbäume und zu guter Letzt noch eine kleine Schneelandschaft mit Elchen, mit Häusern, mit Schneemännern und schlittenfahrenden Kindern. Ja, und dann auch wieder super für Weihnachten zum Kartenbasteln habe ich mir diesen Papierblock gekauft. Der ist so dick. Und der hat jetzt 99 Kronen gekostet statt 299 Kronen. Und da sind 75 Bögen drin, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und zwar sind von jeder Art Papier gibt es 5 Farben. Und es gibt 2 Folienpapiere, 2 Glitterpapiere, 5 Papiere, die so einen Perlglanz drauf haben und 6 Papiere, die einfach nur so eine Musterung vom Papier aus schon
mitbringen. Ja, dann fangen wir mal an. Hier ist ein rotes Folienpapier, ein kupferfarbenes, was wahrscheinlich eigentlich Gold sein soll, dann zwei grüne, zwei silberne und hier sind zwei goldene. Dann einmal ein rotes Glitzerpapier, nein, zwei rote Glitzerpapiere, zwei grüne Glitzerpapiere, zwei goldene Glitzerpapiere und das ist so ein schönes Papier, wenn man drüber wischt, es geht kein Glitzer ab. Das liebe ich. Ich hasse es, wenn überall Glitzer rumfliegt. Und zwei silberne Glitzerpapiere sowie zwei Weißperlmutt-Glitzerpapiere. Ja, dann gibt es hier mit diesem Perlglanz drauf. Da gibt es je 5 schwarze, 5 graue, 5 grüne, 5 dunkelrote, 5 weiße. Und dann gibt es einfach nur 5 schwarze, 5 rote, dunkelrote, 5 grüne und 5 hellrote sowie 5 weiße Cardstock-Blätter. Ja, das war mein Einkauf bei Panduro. Gar nicht so schlecht. Habe ich mir auch noch was zum Kuchenbacken gekauft und kann ich euch auch mal zeigen. Falls es wen interessiert, von Wilton habe ich mir diese Rentier-Cookie-Cutter gekauft. Und die haben, was haben die gekostet? Die haben 54 Kronen gekostet. Gut, ich unterbreche das Video mal lieber hier und mache mehrere kleine Videos, damit das Ganze schneller hochgeladen wird und ja nicht ein ganz langes Video schauen müsst. Ja, dann vielen Dank, dass ihr diesen ersten Teil angeschaut habt und der zweite Teil folgt demnächst. Tschüss!